Ich bin so blöd, 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 babadabbenbab. Und ganz ehrlich, diese Frage kennt doch jeder von uns. Wie blöd bin ich eigentlich? Und angeblich hat ja sogar Albert Einstein vor einigen Jahrzehnten schon gesagt, es gibt zwei Dinge, die unendlich sind. Das Universum und die menschliche Blödheit. Wobei beim Universum bin ich mir eigentlich gar nicht einmal so sicher. In meinem Fall bin ich mir zumindest dahingehend sicher, dass ich nicht so blöd bin, um zu glauben, dass uns Bill Gates alle mit irgendwelchen gedankenmanipulierenden Mikrobytes impfen möchte und wir währenddessen von der NASA mit irgendwelchen Vogelattrappen überwacht werden. Denn ganz ehrlich, selbst wenn irgendjemand Zenobitenvögel durch die Lüfte sausen lässt, wer programmiert denen eine Verdauung ein? Ich weiß, selbst mein Computer baut ab und zu richtige Scheiße, aber das ist dann doch nicht unbedingt die Art, die man dann von seinem frisch gekauften Himbeereis kratzen muss. Momentan frage ich mich tatsächlich von Tag zu Tag immer öfter, wie blöd kann man eigentlich werden und trotzdem noch selbstständig atmen. In meinem Fall habe ich das vergangene Woche übrigens beim Sammlungsupdate festgestellt. Da habe ich es nämlich geschafft, ungefähr die Hälfte von dem Sammlungsupdate zu vergessen. Der ein oder andere von euch hat sich vielleicht sogar ein bisschen gewundert, aber das Sammlungsupdate, das ich auf meinem Kanal jeden Sonntag um 17 Uhr poste, zeigt euch ja grundsätzlich alles, das in der vergangenen Woche bei mir eingetroffen ist. Egal, ob es sich dabei um Rezensionsmuster handelt, die ich dann im Laufe der nächsten Woche sowieso noch einem genaueren DVD- oder Blu-ray-Check unterziehen werde oder ob es sich um selbst gekaufte Dinge handelt, die ich dann eben direkt im Sammlungsupdate in aller Ausführlichkeit vorstelle. Und ja, im Laufe des letzten Sammlungsupdates habe ich es tatsächlich vergessen, eine große Reihe an DVDs überhaupt herzuzeigen. Das hatte tatsächlich keine wirklichen Gründe, außer meine Doofheit. Ich habe nämlich zum Zeitpunkt, als ich das Sammlungsupdate gefilmt habe, die entsprechenden DVD-Checks bereits gefilmt gehabt, hatte deswegen die DVDs bereits auf die Seite geräumt und in eine Kiste gelegt und hab schlicht und ergreifend nicht daran gedacht. Sorry, aber das holen wir heute nach. Außerdem möchte ich auch an der Stelle noch einmal einen kleinen Dank und ein kleines Shoutout nachholen. Danke an André L., der momentan der einzige Zuschauer ist, der den Kanal Playzocker Reviews via Patreon unterstützt. Und für alle, die sich jetzt fragen, warte mal, was ist eigentlich ein Playzocker Reviews? Hallo! Und für alle, die sich fragen, was Patreon ist, da gibt's einen netten Link in der Videobeschreibung von jedem Video, das ich poste, wo man zu meiner Patreon-Seite kommt. Das ist ein nettes Crowdfunding-Unternehmen. Damit kann man meine Arbeit an diesem Kanal unterstützen und dafür sorgen, dass ich es nach wie vor schaffe, mir Dinge wie Speicherkarten, Festplatten oder sonstige Sachen zu leisten, beziehungsweise mittlerweile durch die Arbeit an 4K allein die tatsächlich wirklich angestiegene Stromrechnung hüstelt, aber es gibt natürlich für das, was ihr dort leistet, auch eine entsprechende Gegenleistung von mir. Abhängig von eurem monatlichen Unterstützungsbetrag könnt ihr auch von mir kleine Goodies haben, wie beispielsweise auch Wunsch-Reviews oder für diejenigen, die es ganz retro haben wollen, sogar Wunsch Zocki Platz der Kragen-Episoden. Aber vorerst schauen wir mal, ob es vielleicht in diesem Sammlungsupdate schon einmal den ein oder anderen Grund gibt, damit mir der Kragen anschwillt auf das, was er momentan eigentlich grundsätzlich permanent sein sollte. Aber ganz am Anfang habe ich auf jeden Fall die ein oder andere erfreuliche Nachricht für euch, denn einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist im Mediabook erschienen. Und die Rede ist dabei natürlich von dem absolut grenzenlosen genialen Meisterwerk Voyage of the Rock Aliens. Das hat jetzt von CMV Laservision ein 3-Disc-Mediabook mit 2 Cover-Artworks spendiert bekommen und für all diejenigen, die sich interessieren für diesen Release, der wird im Laufe der nächsten Tage dann im Rahmen eines umfangreichen Blu-ray-Checks auf meinem Kanal näher vorgestellt. Aber eine Kleinigkeit muss ich an der Stelle tatsächlich bereits vorwegnehmen. Etwas, auf das ich nämlich wahnsinnig stolz bin. Danke an dieser Stelle an CMV bzw. an Booklet-Autor Christoph Kellerbach. Denn nach meinem kurzen Booklet-Intro im Mediabook von Ninja Operation 7 durfte ich auch bei diesem Mediabook wieder ganz kurz meine Fanfeder schwingen. Hoffe, euch gefällt's. Außerdem
War CMV Laservision so nett und hat mir auch noch ein Mediabook von dem Titel Angst der Verlorenen für einen Blu-ray-Check zur Verfügung gestellt. Auch da freue ich mich dann schon riesig drauf, euch diesen Titel vorzustellen. Und last but not least, für den Blu-ray-Check in den kommenden Tagen wartet der dänische Film Finale, was tatsächlich laut dem Bonusmaterial natürlich die richtige dänische Aussprache ist, der von Pierrot Le Fou als Nummer 20 in der hauseigenen Uncut-Mediabook-Reihe erschienen ist. Aber nur um das einmal gleich vorwegzunehmen, nur weil der Film Finale heißt, heißt das noch lange nicht, dass es das Finale dieser Reihe ist. Da geht's weiter, genauso wie bei meinem viel zu lauten Sprechstil. Außerdem habe ich mich in der vergangenen Woche sehr über eine etwas andere Post gefreut, denn ich werde euch auch am Anfang der nächsten Woche zum allerersten Mal hier auf meinem YouTube-Kanal keinen DVD-Check oder Blu-ray-Check, sondern tatsächlich einen Magazin-Check liefern. Denn nachdem das X-Rated-Magazin vor kurzer Zeit eingestellt wurde, hat sich ein Großteil der Redaktion gedacht, mal so können wir das jetzt eigentlich nicht lassen, und hat mit Art of Horror ein neues Magazin gegründet, das jetzt eben die bewährte Tradition fortsetzt, wo jetzt dann im Mai 2020 die erste Ausgabe erschienen ist. Und was euch in diesem Heft erwartet, das zeige ich euch dann in meinem allerersten Magazin-Check. An der Stelle kann ich ja schon einmal nachfragen, ob euch das generell so interessiert, dass ihr sagen würdet, hey Zocki, mach doch in Zukunft mehr Magazine. In dem Fall schreibt mir einfach eure Wunschmagazine in die Kommentare und ich werde dann entsprechend schauen, was sich machen lässt. Außerdem können wir jetzt eben noch einmal den Teil nachholen, den ich im vergangenen Sammlungsupdate schlicht und ergreifend vergessen habe, nämlich eben die Rezensionsmuster, die ich eigentlich schon letzte Woche zeigen hätte sollen. Bei diesen handelt sich's überall um Titel, die ich mittlerweile auf meinem Kanal bereits vorgestellt habe. Sprich, falls euch einer dieser Releases ganz besonders interessiert und ganz ehrlich, so wie ich die Cover-Fanatiker auf meinem Kanal einschätze, ist es der? Gibt es auf jeden Fall zu jedem Titel bereits einen ausführlichen DVD-Check, wo es dann auch natürlich alle Informationen rund um die enthaltenen Filme beziehungsweise die enthaltenen Specials und so weiter und so fort gibt. Damit hat sich das heutige Sammlungsupdate dann ja irgendwie überraschend schnell reduziert und wir sehen nur mehr 4 Titel, die ich mir tatsächlich im Laufe der letzten Woche dann auch selbst gekauft habe. Wobei gut, im Laufe der letzten Woche selbst gekauft ist natürlich ein bisschen eine fragwürdige Formulierung. Immerhin habe ich die meisten Titel schon etwas früher gekauft. Beispielsweise eben diese 3 Kerle hier waren eigentlich bereits bei einer Shoppingtour bei Amazon.de von vor 2-3 Wochen dabei, wo nämlich sogar die anderen Capelight Mediabooks, die ich mir gleichzeitig mit diesen bestellt habe, schon in den letzten Sammlungsupdates enthalten waren. Aber bevor wir dazu kommen, möchte ich euch noch eine andere Kleinigkeit zeigen. Das ist etwas, das kann ich momentan sowieso noch gar nicht im Sammlungsupdate herzeigen. Aber Zocki hat sich einen neuen Fernseher gekauft. Und Zocki ist glücklich über seinen neuen Fernseher. Habe relativ lang recherchiert im Internet bezüglich eines neuen größeren Fernsehers, weil wie gesagt, ich habe in der letzten Zeit schon öfter das Wort Umzug und Sammlungsneuorganisation und so weiter erwähnt und da wollte ich dann fürs Wohnzimmer eigentlich jetzt nicht den 55 Zoll Fernseher, den ich jetzt schon habe, der dann ganz gemütlich sein Dasein im Schlafzimmer fristen wird. Nein, ich wollte etwas ein bisschen Größeres und bin tatsächlich bei Amazon drauf gestoßen, dass es einen Samsung 82 Zoll Fernseher um gemütliche 2000 Euro gibt. War dann sogar auch jetzt nach der Ladenöffnung beim Saturn, hab mich dort beraten lassen, hab erfahren, dass es da gleichwertige Geräte von Samsung und Sony gibt, wobei der Verkäufer hat mich dann eigentlich eher in Richtung LG gedrillt, weil LG von diesen 3 Marken die einzige ist, die solche aktuellen Spielereien wie HDR und Dolby Vision und Dolby Atmos nicht nur irgendwie durchschleifen und interpretieren können, sondern tatsächlich nativ und korrekt wiedergeben. Deswegen habe ich mehr oder weniger dann noch einmal das Suchbein geschwungen und quasi von dem, was ich da beim Saturn gesehen habe, dann tatsächlich noch um dasselbe Geld ein Nachfolgejahr aus dem Frühjahr 2020 gefunden.
gefunden, der nicht nur 82, sondern 86 Zoll hat. In diesem Sinne, behold my new baby. Ich hoffe, dass der Fernseher ansatzweise wirklich was kann. Bin ja tatsächlich, wie die meisten wissen, technisch ein absoluter Noob und eine absolute Niete. Hoffe, dass ich da ein Gerät gefunden habe, das meine Bedürfnisse, und die beschränken sich eigentlich auf PlayStation spielen und Filme schauen. Fernschauen ist mir ja eigentlich eh wurscht, und streamen. Der war gut. Bin sehr, sehr, sehr gespannt, wenn ich das irgendwann einmal geliefert bekommen habe. Und sobald dann natürlich die Wohnung eingerichtet ist, werde ich dann auch genauso, wie ich mir damals den 55er von Samsung gegönnt habe, auch dazu noch ein klitzekleines Video mit vielleicht ein oder anderen Demo-Material von DVD-Qualität bis hin zu 4K-Qualität machen. Schauen wir mal, wann es soweit ist und wann ich euch das zeigen kann. Es wird aber wahrscheinlich noch bis zum Sommer dauern. Bekommen habe ich das Teil ja noch nicht verschickt. Ist es auch noch nicht, aber bestellt ist es. Und damit können wir einmal schauen, was ich in der letzten Woche auch tatsächlich physisch in meine Pfoten bekommen habe. Empathie ist irgendwie was Nettes, was der ein oder andere Mensch auf diesem Planeten auch tatsächlich beherrscht. Der Großteil aber wahrscheinlich eher sagt, was Empathie? Gehst zum Hautarzt bitte, aber schnell. Empathie ist momentan eher verschrien, aber vor allem, wenn ich mir diese Form der Empathie anschaue, die mir dann im bester Kommando US Navy SEALs 2 Manier den Schädel spaltet, ja, that's an absurd reference, dann weiß ich auch nicht, ob ich in Zukunft noch so empathisch wäre, vor allem wenn Arrow Video das Cover offensichtlich in einem antiken 3D-Effekt gemacht hat. Aber man muss auch sagen, der Typ, dem da gerade der Schädel gespalten ist, der nimmt das relativ gelassen hin, wirkt ehrlich gesagt eher gelangweilt ob dieser Prozedur. Interessanterweise ist Empathy Inc. direkt jetzt nach Daniel Isn't Real und einigen anderen Titeln ein weiterer neuer Film, der von Arrow Video veröffentlicht wurde. Irgendwie kommt Arrow Video ein bisschen weg momentan von diesem Kultlabel und bringt natürlich neben etlichen anderen älteren Kultfilmen auch immer mehr auch neuere Produktionen, so wie in diesem Fall aus dem Jahr 2019. Stört mich irgendwie ehrlich gesagt nicht, weil das, was Arrow Video in seiner Filmauswahl hatte, hat mir bis jetzt eigentlich weitestgehend gut gefallen. Und bei Empathy Inc. muss man im Gegensatz zu den meisten anderen aktuellen Filmen von Arrow Video ja auch sagen, dass das Cover-Artwork zumindest stilistisch ansatzweise was hermacht, obwohl es dann im Endeffekt doch nicht unbedingt mein Fall wäre. Hier beispielsweise hätten wir dann nur mehr ein Cover-Artwork, zu dem ich auch sagen könnte, sau schier. Das schaut so ein kleines bisschen aus, als wäre der Clown aus Finale in irgendein prätentiöses Laienspieltrüppchen eingetreten. Aber was bei Arrow Video ja natürlich trotzdem immer wieder zur Standardausstattung gehört, und ich hoffe langsam echt, dass dieser Film nicht in Anaglyphen 3D ist. Vor allem ohne Brille wird das Ganze dann etwas lustig. Und ganz ehrlich, wenn ich momentan eh schon die ganze Zeit mit Maske herumrennen muss, dann will ich nicht zusätzlich auch noch eine Brille haben müssen. Aber wir können auf jeden Fall einmal durch das Booklet blättern. Da hat sich Arrow Video, finde ich, wieder mal einen recht coolen Stil überlegt mit dieser maschinenartigen Schrift. Außerdem, das Einzige, was ich in dem Fall ein bisschen komisch finde, ist, dass bei den einzelnen Buchseiten wirklich immer große Teile absolut ungenützt bleiben. Aber das ist jetzt eigentlich die erste Seite, die wirklich voll ist, wenn ich mir da solche Sachen dann zum Beispiel anschauen. Da merkt man dann offensichtlich schon, dass sie vielleicht dieses Mal ein bisschen mehr zu kämpfen hatten, um ihr 30-seitiges Booklet anzufüllen. Aber nein, momentan hat der Grafiker offensichtlich dann gelernt, wie das Ganze funktioniert. Interessant, was man da wieder für einen Titel ausgegraben hat, und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was hier dann in Zukunft auf mich wartet, wenn ich eben tatsächlich die Zeit habe, ihn zu schauen. Free Solo ist mit Sicherheit der ambitionierteste Star Wars Fanfilm aller Zeiten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich kann an dieser Stelle bereits die IKEA-Durchsage vor meinen Augen hören. Achtung, Achtung, der kleine Hahn möchte bitte gerne aus dem Carbonit-Bällebad abgeholt werden. Vielen Dank. Oder aber natürlich können wir an der Stelle auch gerne den alten Mickey Krause-Klassiker bringen. Er ist Solo.
Er ist solo und hat offensichtlich demnach auch ein Leben ohne Angst. Gut, als jemand, der in einer Beziehung ist, kann ich das sehr gut nachvollziehen. Lassen wir das Ganze. Wir haben mit Free Solo einen Oscar-prämierten Film von Cape Light im Mediabook spendiert bekommen, der tatsächlich genau deswegen in meiner Sammlung gelandet ist, weil er, man kann sich's kaum vorstellen, von Cape Light in einem Mediabook veröffentlicht wurde und ich gerne meine Cape Light Mediabook-Sammlung vollständig habe, obwohl es natürlich im Laufe der langen Lebensdauer der Cape Light Mediabooks doch so ziemlich einige Filme gab, die ich sonst ausgelassen hätte. Wobei ich aber zugeben muss, dass auch wenn mich Free Solo persönlich inhaltlich rein gar nicht interessiert, wäre es trotzdem ein Film, den ich mir wahrscheinlich auch abseits vom Mediabook rein aus Interesse in die Sammlung geholt hätte, alleine eben aus dem kombinierten Grund Oscar prämiert und angeblich absolute Referenz 4K-UHD-Blu-ray. Und nachdem ich mir ja jetzt eben einen neuen 4K-Fernseher mit 86 Zoll gegönnt habe, werde ich wahrscheinlich in Zukunft mit Standard-Blu-rays nicht mehr weit kommen. Außer, nachdem ich mir heute jetzt ein bisschen Zeit gegönnt habe und mir ein paar Bildvergleiche angeschaut habe, es ist tatsächlich weitestgehend doch eine ziemlich bodenlose Frechheit, was die Labels sich trauen als 4K-Blu-ray. Blu-ray zu verkaufen, oder? Wenn man beispielsweise Filme wie Iron Man hernimmt, wo bereits die amerikanische 4K Blu-ray um kaum einen Deut eigentlich besser ist als die alte Standard Blu-ray, wenn es um die Schärfe geht. Wir lassen jetzt einmal dann das nachträglich hinzugefügte HDR ein bisschen aus dem Spiel. Aber wenn man das dann vergleicht mit der deutschen 4K Blu-ray, dann fragt man sich ernsthaft: Wie war das noch einmal mit den Tauben und dem, was die absondern und falls bei jemandem gerade der Kopf offen ist und quack? Naja, da kann ich euch nur empfehlen, bei den Kollegen von Capsaholic.com reinzuschauen und euch den ein oder anderen Bildvergleich anzuschauen. Da speibst du wirklich. Oh. Anyways, apropos Anspeiben, vielleicht noch ein klitzekleines Detail über die Person des Zocki abseits von seiner Kamera. Man muss ja natürlich sagen, ich schaue hier auf dem YouTube-Kanal immer wieder gerne in filmische Abgründe und schaue Filme, die sich so mancher anderer freiwillig wahrscheinlich nicht anschauen würde. Wobei ich jetzt eigentlich auch stehen lassen kann. Aber ich persönlich habe wirklich bösartige Höhenangst. So arg, dass ich teilweise beim zweiten Stock mir schon schwer tue, aus dem Fenster zu schauen. Und deswegen ist natürlich ein Abenteuerkletterer womöglich so ziemlich das, womit ich mich persönlich am wenigsten identifizieren kann. Infizieren kann ich fast gesagt. Na, momentan kann man sich, glaube ich, wirklich bei jedem infizieren. Lassen wir das. Aber ich glaube sogar, wenn man mir sagen würde, hey, du müsstest jetzt Elefantenscheiße aus der Kanalisation von Schönbrunn fischen, ist das für mich eine schönere Jobvorstellung, als irgendwo Dachdecker sein zu müssen. Aber egal, wir haben, glaube ich, lange genug über den heißen Brei über den Wolken geredet. Das ist eine auch interessante Interpretation von Flugzeugessen. Haben da noch ein bisschen ein reduziertes Cape Light Mediabook Regal. Mittlerweile sind wir ja, glaube ich, schon in der dritten Zeile. Da dann ganz unten. Bin gespannt, wann sie dazu übergehen, dass sie die Bilder dann so drucken. Anyways, wir bekommen auf dem Frontcover meiner Meinung nach ein ziemlich cooles Cover Artwork eigentlich. Wobei ich das auch wirklich cool finde, dass eben die ganzen Informationen auf dieser Banderole nur auf dem Frontcover zu sehen sind und der Filmtitel eben das einzige ist, das dann auch tatsächlich hier auf dem Mediabook Frontcover ist. Hier sehen wir unseren furchtlosen Kletterer, der übrigens nicht nur keine Angst hat, sondern, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, auch keine Sicherung oder sonst irgendwas. Holy shit. Und dann hier sehen, wie weit es nach unten geht. Ich glaube, ich wechsle mal kurz das Cover. Hier bekommen wir dann noch ein bisschen was von dem Gestein zu sehen. Das wäre wahrscheinlich das, was ich mir aus der Nähe anschaue in dieser Situation. Aber was ich bereits auf den ersten Blick mitbekommen habe, hier hat Cape Light wieder mal ein absolut großartiges Design geschaffen und hat es eben wirklich perfekt verstanden, hier vom Frontcover über den Spine auf das Backcover bei diesem absolut perfekt und hochwertig verarbeiteten Mediabook ein wunderschönes, durchgehendes Design abzuliefern. Und da außerdem hat man diesmal als Finish wieder diese, ich nenne es immer Zeitungspapier-Haptik, damit man sich's ungefähr vorstellen kann, gewählt, was jetzt aber natürlich nicht abwertend sein soll, sondern meiner Meinung nach wirklich etwas Hochwertiges. Auch im Inneren
wird man meiner Meinung nach sofort mit einem saucoolen Design begrüßt. Und das ist ja eben etwas, weswegen ich ehrlich gesagt noch nie traurig oder enttäuscht war, wenn ich mir von K-Bright irgendeinen Titel holen muss, der mich per se nicht interessiert, weil mit wenigen Ausnahmen kann man bei K-Bright zumindest immer sicher sein, dass die Mediabooks absolut großartig verarbeitet sind und auch optisch wundervoll aufbereitet. So gibt's auch bei Free Solo wie bei den meisten aktuellen K-Bright Mediabooks ein wundervolles Durchgehen. Motiv hier auf der linken Seite des Spiegels, wo eben er an einer Stelle ist, wo ich glaube ich nicht einmal gegen viele, viele Millionen hingehen würde. Und das Ganze wirklich wundervoll hier als durchgehendes Motiv gemacht wurde. Aber das, was mich persönlich bei diesen K-Bright Designs immer wieder mit am meisten beeindruckt, ist einfach die Tatsache, dass dieses Design unabhängig davon, ob jetzt die Discs drinnen sind oder nicht, mehr oder weniger unangetastet sind, weil man eben das Bild absolut wunderschön über die Discs fortsetzt. Und auch hier bekommt man dann auf der Rückseite, wo wir eben die 4K UHD Blu-ray bekommen, ein Bild von der Wand, das mir jetzt aber ehrlich gesagt irgendwie ein bisschen bekannt vorkommt. Man sieht, es handelt sich nicht um dasselbe Bild wie das Frontcover Artwork. Man merkt es deutlich an der Position der Arme, aber doch um ein Bild eigentlich mehr oder weniger aus derselben Szene, wobei ich das fast noch wesentlich gruseliger finde, weil der Winkel einfach ein anderer ist und man noch mehr mitkriegt, wie weit es da eigentlich nach unten geht. Schade, dass diese Kamera nicht irgendeine Weitwinkellinse drauf hat, weil dann könntet ihr wahrscheinlich bei entsprechender Einstellung gerade sehen, wie sich mir die Zehennägel einrollen. Aber wir können einmal durch das Booklet blättern, das in diesem Fall wieder einmal so ziemlich komplett anders aufbereitet und gemacht wurde, wie bei den bisherigen K-Bright Mediabooks, die ich gesehen habe. Wir bekommen diesmal ein wirklich wundervoll gestaltetes Magazin. Das erinnert mich eben tatsächlich wie an eine kleine Zeitung mit einem Interview, mit einzelnen Bildern. Das Ganze mit den Ebenen, die hier gesetzt wurden, wundervoll gestaltet, wundervoll durchdesignt eigentlich auch und somit wirklich wunderschön einleitend alleine einmal durchblättern. Und selbst wenn es manche Seiten gibt, auf denen es gar keine Bilder gibt, hat man meiner Meinung nach zu keiner Sekunde die Zeit, das Gefühl, dass man sich hier zurückgehalten hat oder irgendwie faul war bei der Gestaltung. Nein, das ist ein wundervoll gestaltetes, wundervoll durchdachtes Booklet, das meiner Meinung nach für diese Dokumentation absolut perfekt ist. Und generell ist das ein wirklich wundervolles Mediabook und für mich eben auch wieder einer dieser Beweise, weil das etwas ist, das tatsächlich eine der häufigsten Fragen ist, die ich hier auf YouTube in den Kommentaren gestellt bekomme. Warum kaufst du Filme, die dich eigentlich gar nicht interessieren? Das ist der Grund. Dieses wunderschöne Mediabook hat, finde ich, einen Platz in jeder Mediabook-Sammlung, jetzt sogar absolut unabhängig davon, ob einen der Film per se jetzt interessiert oder doch nicht. Das ist eine wundervolle Veröffentlichung und ich bin sehr, sehr happy drüber, dass ich die in meiner Sammlung habe und dass sie mir K-Bright mehr oder weniger aufgezwungen hat, wenn nicht, dass so ein Highlight in weiterer Folge vielleicht an mir vorbeigeht. Manchmal liebe ich meinen Job einfach. Es ist hier sitzen und vor einer Kamera Cover Artworks beschreiben, die teilweise dermaßen unbeschreiblich sind. Das ist etwas, das macht wirklich Spaß. Vor allem, wenn ich jetzt hier gerade zwei Mediabooks noch im Bild habe und man immer noch nicht weiß, welches davon ich meine. Und in Wirklichkeit beide. Ich könnte mich ehrlich gesagt, wenn ich mich jetzt auf die Garen entscheiden müsste, nicht einmal schnell sagen, welches von diesen Artworks ich persönlich noch wilder finde. Aber ich greife jetzt einfach einmal hier auf die rechte Seite zu dem Film Die Mächte des Lichts. Der erscheint hier übrigens zum allerersten Mal im deutschen Heimkino mit dem original amerikanischen Motiv. Das war damals das US-Kinoplakat, beziehungsweise ist auch das, was, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, von Scorpion, aber egal,
als amerikanische Blu-ray verwendet wurde, das deutsche Kinoplakat, das bis jetzt für die deutschen VHS, DVD und Blu-ray Auflagen verwendet wurde, ist ein anderes. Aber ganz im Ernst, auch wenn sogar das alte deutsche Kinoplakat gut ausgesehen hat, es hat irgendwie nichts im Vergleich zu dem. Wo wir beispielsweise einmal lernen, dass Schlangen durchaus versaute Drecksäue sein können. Ich meine, ganz ehrlich, wir haben jetzt seit kurzem eine 4K-Kamera hier auf YouTube und deswegen kann ich nur empfehlen, vergrößert einmal dieses Video auf 4K, wenn ihr das könnt, und ihr werdet mitbekommen, dass diese Schlange sogar mit ihren Augen und mit der Position ihrer Zunge sehr wohl sehr verspielt dreinschaut und sehr wohl so züngelt, während allerdings die Dame, deren Haarpracht ihr hier offensichtlich ein bisschen im Weg sein könnte, während man solche Wesen bespaßen muss, hier nicht unbedingt die perfekte Position hat, um gegen diese Schlange zu kämpfen. Ich weiß, dass ein Schwert eine Nahkampfwaffe ist, aber ich habe trotzdem ein bisschen den Eindruck, dass der Abstand dafür größer sein sollte als 4 cm. Außerdem finde ich es nach wie vor interessant, dass diese Amazonen immer wieder Kriegsrüstungen haben, die genau drei Teile ihres Körpers wirklich bedecken und der Rest ist ja offensichtlich wurscht. Aber ganz ehrlich, wenn ich aus Horrorfilmen und Actionfilmen eines gelernt habe, dann ist offensichtlich die am leichtesten verwundbare Stelle des Menschen Körpers, die Schulter. Ja, wie viele plötzlich und ganz überraschende Tode haben Horror- und Actionfilmcharaktere schon gefeiert wegen einer bösen Schulterverletzung. Aber um es nicht so weit zu kommen zu lassen, hat der Film hier offensichtlich seinen besten Krieger vom Planet der Affen ausgespuckt, der zwar jetzt vielleicht nicht unbedingt weiß, wie man eine Streitaxt hält, aber ich glaube, in der Sekunde, wo ein fliegender Löwe mit Drachenflügeln auf mich zufliegt, da vergesse ich dann auch so ziemlich alles, was man tun kann. Beispielsweise alleine den Grundsatz, dass man normalerweise die Hose öffnet, bevor man Kot absondert. Aber wir sollten an dieser Stelle vielleicht noch einmal auf diesen Löwen schauen. Ganz ehrlich, da ist der arme Kerl vom MGM-Logo schon weit abgestürzt. Aber man muss ja apropos abgestürzt auch sagen, dass dieser Grinser, mit dem dieser Löwe da in Richtung der Kamera fliegt, irgendwie auch schon aussagt, dass er damit Spaß hat. Ganz ehrlich, da wird die Drachenlady aus Game of Thrones sogar ein bisschen rot um die Backen, wenn sie dieses Teil sieht. Warum war das nicht in meinen Eiern drinnen? Anyways, wir bekommen außerdem, das dürfte euch bereits aufgefallen sein, hier ein wirklich wunderschön gemachtes Cover-Artwork, das mich eben auch von den Farben und von der Schärfe her absolut überzeugen kann, das mit dieser Lederoptik und Lederhaptik recht cool gemacht würde, dafür, dass das Media recht billig ist, kann man vielleicht sogar darüber hinwegsehen, dass hier das Frontcover noch ein bisschen auf den Spine übergeht und das hier nicht wirklich absolut perfekt ist. Außerdem bekommen wir ein recht einfach gemachtes Backcover, muss man sagen. Dafür sind allerdings alle hier enthaltenen Bilder sehr schön und sehr hochwertig. Außerdem, es ist ein wahres Sammelsurium an ausgeflippten Ideen. Ganz ehrlich, ich habe das Cover gesehen und ich habe das schon mehr oder weniger angenommen. Das ist auf jeden Fall einmal zumindest von außen, meiner Meinung nach eben mit Ausnahme des kleinen Fuck-Ups beim Spine, ein recht cooles Mediabook. Und apropos, damit wir hier in Zockys Covergalerie noch ein bisschen weiterkommen, hier eben das Cover-Artwork, das wir von dem Film kennen. Da sehen wir das alte deutsche Kinoplakat. Auch hier meiner Meinung nach eine wundervolle Darstellung dieser komplett nutzlosen Amazonen. Einen Typ, der sogar als aufgespießter Schrumpfkopf immer noch ein bisschen grauslich sein kann. Außerdem hier einen durchtrainierten Schwarzenegger-Klon, der gegen eine andere Interpretation eines fliegenden Löwen kämpft. Und ganz ehrlich, ich habe den Film noch nicht gesehen. Aber alleine die Tatsache, dass der fliegende Löwe entweder so oder so ausschaut, sagt mir schon, das ist ein Film, den du gesehen haben musst. Wir bekommen dann hier drinnen wahrscheinlich inhaltsgleiche DVDs und Blu-rays mit dem, was eben bereits veröffentlicht wurde. Sehen hier übrigens, interessanterweise, wahre Geschichte, einen Ausschnitt von den Test-Screenings von dem Film, so wie wahrscheinlich damals die Kritiker à la Roger Ebert und Co. aus dem Kino gegangen sind. What the fuck? Aber
Wir bekommen dann auch hier noch auf dem Backcover vom Booklet ein meiner Meinung nach absolut wahnwitziges Cover-Artwork. Was mir persönlich wirklich so gut gefällt, ist, dass egal welches Motiv es ist, sowohl die Kriegerin als auch diese Löwenfigur, die in dem Fall eher ein bisschen ausschaut wie ein froschartiger Kopffüßler mit menschlichen Versatzstücken, der den Löwendrachen nur aufgesetzt hat, das ist irgendwie gruselig. Dass das alles überall und egal wo es ist, absolut komplett anders aussieht. Finde ich irgendwie putzig. An der Stelle mal schnell die DVD und die Blu-ray tauschen, weil ich finde eigentlich, die Blu-ray gehört nach links. Können dann einmal durchs Booklet blättern und uns hier hoffentlich noch die ein oder andere Inspiration über den Film holen. Auch hier, meiner Meinung nach, bekommen wir von The Barbarian Women aus dem Holy fucking shit, ich kann heute nicht mehr schlafen. Andere Eindrücke und Ausschnitte aus dem Film natürlich eben hier, wie von den anderen M-Square Media Books gewohnt, dieses bekannte Design. Aber ich finde ehrlich gesagt, ich meine, jetzt einmal abgesehen von ein bisschen einer zugekleisterten Seite, dass dieses Booklet inhaltlich und optisch sehr gut aufbereitet wurde. Ich freue mich eben auch immer, wenn sogar bei solch alten Filmen die Druckqualität der Bilder immer auf hohem Niveau ist. Das ist ein Mediabook, das mir ehrlich gesagt wirklich gut gefällt. We're Wizards! Wizards of the Lost Kingdom! Und das ist wahrscheinlich die erste und einzige Manowar-Reference, die ihr jemals hier auf meinem Kanal hören werdet. Und wenn ihr euch gerade denkt, welches Lied von Manowar ich hier zum Besten gegeben haben sollte, rate ich nicht. Edgy Badge. Wir bekommen dafür aber auf dem Frontcover-Artwork zu diesem Mediabook grundsätzlich das Motiv, das wir bereits von anderen Veröffentlichungen im deutschsprachigen Raum gewohnt sind, wobei dieses Artwork hier im Verhältnis zum Beispiel zur alten deutschen VHS-Kassette anders aufbereitet wurde. Das Video ist ja per se in einem anderen Format und kam mit einem bildfüllenden Cover daher und hatte es nicht unbedingt notwendig, diesen hässlichen blauen Rahmen drumherum zu haben. Mir persönlich wäre es ohne den Rahmen auch lieber, beziehungsweise an der Stelle hat der Rahmen für mich fast ein bisschen Daseinsberechtigung, gemessen eben an der Tatsache, dass der zombifizierte Chocobo hier links oben mit den Flügeln von einer katzenartigen Ziegeninterpretation des Schrecken vom Amazonas, auf dessen Rücken Mark Hamill in seinem besten Bastion-Cosplay sitzt, Atreyu-Cosplay sitzt. Ich habe keine Ahnung, was das soll, aber auch der Typ hier rechts ist offensichtlich so weit, dass er gerade mit seinem Handschuh ausprobiert, ob dieser Fingerschnipser von Thanos auch bei ihm funktioniert. Weil ganz im Ernst, da hätte ich auch Angst. Das Einzige, was mir hier auffällt an dieser wundervollen Cover-Collage, die sich tatsächlich Elemente von so ziemlich allen bekannten Fantasy- und Science-Fiction-Konzepten nimmt, die ich jemals gesehen habe, ist aber wirklich absolut großartig. Unten wartet dann wahrscheinlich noch das unpraktischste Schloss ever. Also ganz im Ernst, ich weiß natürlich, dass die Ritterburgen früher immer ganz gerne mit diesen abschüssigen Tälern gemacht wurden oder mit diesen Burggraben gemacht wurden, um Feinde wirklich abzuhalten, dorthin zu fahren. Aber ganz ehrlich, dort will ich nicht einmal hinfahren, wenn ich dort wohnen würde. Das sieht irgendwie aus, als wäre das irgendwie ziemlich schon am Rande der Erdscheibe, wo man aufpassen muss, dass wenn man ein paar Schritte zu weit macht, fällt man nicht in diesen Reptiloiden-Bunker fällt, der offensichtlich unsere Erdplatte umgibt. Aber wir bekommen hier auch eine offensichtlich absolut unmögliche Anlegestelle, weil wenn ich sehe, wie tief dieses Schiff ist und wie hoch man hier sein muss, um hier hinzukommen, dann glaube ich, rettet nicht einmal diese Aussicht von, warte mal, Wasser, diesen Teufelstrip, den man da unternehmen muss. Insbesondere kann ich mir ganz gut vorstellen, dass die Luftfeuchtigkeit in diesen Gemäuern immer etwas am Zenit ist und man vielleicht nicht unbedingt seine frisch gebügelten Hemden zum Trocknen aufhängen kann. Aber
Wir bekommen auf dem Spine wieder den Filmtitel, ganz nett, auch hier leider wieder ein bisschen vermessen mit ein paar, mit einem Millimeter circa, der vom Backcover übergeht. Außerdem bekommen wir auf dem Backcover, das dieses Mal relativ einfach eigentlich gestaltet ist. Ich finde irgendwie so dieses giftige, radioaktive Blau als Hintergrund ein bisschen komisch. Aber wir erfahren zum Beispiel, dass wir in diesem fantastischen Film. Ganz ehrlich, wir haben tatsächlich ein Backcover, das den Begriff fantastischer Film unter Anführungszeichen setzt. Und ich möchte an dieser Stelle erstmalig und offiziell für die geschätzten Zuschauer bei Playzocker Reviews verraten, was das eigentlich heißt. Erleben Sie diesen Scheißdreck in streng limitierter Auflage erstmalig als deutsche Blu-ray und DVD-Premiere. Also, so würde ich das interpretieren. Aber ganz ehrlich, wenn dieser Film tatsächlich ein ähnlicher Scheißdreck ist, wie dieses Cover-Artwork für mich vermuten lässt, dann glaube ich, werden wir hiermit sehr nette 80 Minuten verbringen können. Immerhin haben wir ja noch ein Innenleben von diesem Release und können da noch ein bisschen was rausfinden. Beispielsweise, dass der Grafiker in diesem Fall ein easy Zeit gespart hat und lediglich den Untertitel Magier der verlorenen Welten, danke für die Übersetzung, das war wirklich diese vier fetten Zeilen auf dem Frontcover wert, dasselbe Motiv genommen hat, nur eben ohne diese Tagline. Dann bekommen wir natürlich nochmal dasselbe Bild auf der linken Seite auf der DVD, bekommen auf der rechten Seite dasselbe Bild nochmal auf der Blu-ray und bekommen hier dann noch zwei Charaktere. Warte bitte, was? What the hell? Ich meine, ganz ehrlich, ich liebe gezeichnete Motive, aber das ist irgendwie einfach schier. Der Typ, der da oben drauf sitzt, schaut ein bisschen aus wie eine Karikatur. Auch dieser Löwe erinnert mich jetzt eben nicht ein bisschen an dieses majestätische Amphibien-Reptiloid, was hier auf dem Frontcover ist, sondern eigentlich ein bisschen an seinen Gevatter aus Die Mächte des Lichts. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Aber wir sehen offensichtlich, dass von dieser seltsamen Burg zumindest irgendeine Treppe aufs Festland führt. Also hätte ich da jetzt nicht erkannt, aber offensichtlich war das nur eine andere Perspektive und hat definitiv nichts damit zu tun, dass der ein oder andere Roger Corman-Film, ich weiß nicht, ob euch das schon einmal jemand gesagt hat, vielleicht tatsächlich ab und zu in Sachen Logik und Handlung nicht unbedingt auf Oscar-Niveau ist. Aber mir gefällt das eigentlich sehr gut, wie hier das Innenartwork in Sachen Qualität gemacht wurde. Generell ist das ein perfektes Innendesign für dieses Mediabook. Ich finde das einfach wundervoll. Außerdem können wir an der Stelle jetzt noch einmal kurz ins Innere von diesem Booklet blättern. Da. Hui. Warten ein paar Bilder auf uns, die uns vielleicht ein bisschen mehr über den Film verraten. Nein, ich hab nichts. Nein, ich finde, das spricht für sich. Ganz ehrlich, seit wann hat Groot Teufelswurzeln auf der Stirn? Das ist und ein Gebiss und ein Wookie-Halsband, lassen wir das. Ehrlich gesagt, ich hab ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich geiler finden soll. Diesen König, der hier auf seinem Alufolienthron aus dem Abstellkammer von Xavier Naidoo thront oder dieser Gorilla mit den Vampirzähnen. Ich hab wirklich keine Ahnung. Das ist ganz ehrlich nicht The Wizard of Oz, das ist The Wizard of 40 Oz. Aber
Ich kann mir gut vorstellen, dass der Typ genauso dreinschaut hat, wie das Drehbuch gelesen hat. Das ist doch, finde ich, der exakte Roger Corman Drehbuch Are You Fucking Kidding Me Blick. Aber, also ganz ehrlich, kaufen, haben, schauen, müssen, geil. Und damit sind wir für heute auch schon wieder am Ende des Sammlungsupdates angekommen und können uns noch einmal ganz kurz in Erinnerung holen, was wir die letzten, nicht allzu langen Minuten hier auf dem Kanal gesehen haben und vor allem, was wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen dann noch näher sehen werden. Da möchte ich auf jeden Fall in erster Linie einmal auf die Mediabooks von Voyage of the Rock Aliens, Angst der Verlorenen bzw. Finale hinweisen. Außerdem möchte ich euch noch einmal das neue Art of Horror Magazin zeigen, das ich natürlich ebenfalls hier auf dem Kanal vorstelle und wer weiß, vielleicht darf ich in einer der nächsten Ausgaben ja auch schon das ein oder andere Wort platzieren. Apropos Art of Horror Magazin und Art of Horror Redaktion. Nächste Woche im Sammlungsupdate habe ich dann hoffentlich auch das neue Buch von Art of Horror Redakteur wäre, glaube ich, ein ganz anderes Magazin. Lassen wir das Kevin Zindler vorliegen, der hat nämlich exklusiv bei Amazon ein neues Deathwish-Buch veröffentlicht mit einigen interessanten Artikeln, aber einem Vorwort von yours truly. Auch das zeige ich euch dann natürlich in einem Bookcheck hier, aber für diejenigen, die sich dafür interessieren, das Buch gibt es momentan schon für nur 14,95 exklusiv bei Amazon zu bestellen. Aber ihr könnt natürlich auch darauf warten, dass ich es euch zeige, vor allem, weil ich hier auf meinem Kanal dann sowohl vom Art of Horror Magazin als auch vom Deathwish Buch jeweils ein Exemplar verlosen werde. Um zu wissen, wie ihr dazu kommt, blöderweise müsst ihr die Videos schauen. Nein. Damit möchte ich mich aber an der Stelle ganz recht herzlich bei euch dafür bedanken, dass ihr auch bei dem heutigen Sammlungsupdate wieder mit dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinen absolut konfusen Worten. Ich hatte ihn jedenfalls heute. Möchte mich noch einmal recht herzlich fürs Zuschauen bedanken. Nächste Woche gibt's dann eben mindestens einmal diese 4 Checks. Wer weiß, vielleicht kommt ja noch was. Aber allerspätestens sehen wir uns hier auf dem Kanal dann wieder in exakt einer Woche am Sonntag um 17 Uhr zum nächsten Sammlungsupdate. Ciao!